Im Hause Paasch dagegen war die Genetik im Grunde vorprogrammiert. Oliver, dein Vater gehörte am 21. Dezember 1971, übrigens in deinem Geburtsjahr, zu den Mitbegründern der PDB und ebenfalls 2 Jahre später zu den ersten Mitgliedern im RDK, wo er die Autonomiebemühungen von der Oppositionsbank während 17 Jahren vorangetrieben hat. Wie erlebt man das als Jugendlicher in einem schon recht angespannten politischen Umfeld in den eigenen 4 Wänden? Ja, in meinem Leben hat Politik im Grunde von Geburt an immer eine Rolle gespielt. Wir haben zu Hause über Politik diskutiert, beim Frühstück, beim Mittagessen, beim Abendessen, am Wochenende und im Urlaub, also eigentlich permanent. Und da spielten kommunalpolitische, gemeinschaftspolitische oder auch global gesellschaftspolitische Themen eine Rolle. Kommunalpolitisch erinnere ich mich ganz besonders an die Akte Emmelswald-Emmels, über die mein Vater unendlich oft zu Hause gesprochen hat, sodass ich glaubte, am Ende schon die Demarkierungslinie vom Emmelser Wald zu kennen. Und wenn ich sehe, wie juristisch diese Diskussionen dann auch stattfanden, kann ich nicht ausschließen, dass das mit dazu beigetragen hat, dass ich mich irgendwann für ein Jurastudium interessiert habe. Mein Vater ist ja durch die halbe Welt gereist, um die Ursprünge der Eigentumsverhältnisse zu ergründen, ist in Österreich gewesen und ich weiß nicht wo noch. Das habe ich mitbekommen, dann die Frage nach dem heutigen Triangel bzw. Kulturzentrum wurde hin und her bei uns diskutiert. Die Müllentsorgung spielte damals eine große Rolle, erinnere ich mich noch, hier auf dem Gebiet der Stadt St. Veit. Gemeinschaftspolitisch natürlich das Entstehen oder der Anfang der Entstehungsgeschichte unserer Autonomie, das hat mich sicherlich auch geprägt. Aber ich würde meine politische Beziehung zu meinen Eltern nicht auf meinen Vater begrenzen. Es war nicht eine rein Vater-Sohn-Beziehung. Meine Mutter ist politisch ebenfalls sehr, sehr interessiert und auch zumindest gesellschaftspolitisch aktiv gewesen in Menschenrechtsorganisationen bei Amnesty International. Sie selbst war ja auch politisch geprägt. Also ich bin eigentlich von 2 Genstämmen da beeinflusst worden, weil ihr Vater in der Rheinländer Kommunalpolitik sehr aktiv gewesen war. Und sie hat immer sehr, sehr großen Wert auf die Frage der sozialen Gerechtigkeit gelegt und mich sicherlich auch beeinflusst. Irgendwann habe ich dann wahrscheinlich diesen Virus so sehr verinnerlicht, dass ich selbst in die Politik eingestiegen bin, obwohl, das kann ich heute wirklich schwören, ich das als Abiturient mir nicht vorgenommen hatte und obwohl meine beiden Elternteile mir dringendst davon abgeraten.